Herzlich willkommen heute in Golino, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Locarno, auf dem Weg ins Cento Valley, in der Nähe von Intragna. Und hier zeigen wir Ihnen heute ein 4,5-Zimmerhaus, das Casa Golino, mit einem hübschen Gartenteil, einer eigenen Garage, neben der sich auch der Öltank noch befindet, eine Heizungsart, die sicherlich zukünftig gegen eine Thermopumpe getauscht werden könnte. Bezaubernd ist dieser kleine Sitzbereich, oder eigentlich ist er sogar recht großzügig, eingefasst in der Natursteinmauer. Hier wird das Leben gefeiert. Und wir haben es einfach mal ein bisschen nett hergerichtet, um Ihnen einfach zu zeigen, was alles möglich ist. Hübsch ist dieses Tabellar auch, was auch vielseitig genutzt werden kann. Und hier sind wir schon im Eingangsbereich. Dies ist die Tür, die in den Keller führt. Wir haben einen Naturkeller mit Natursteinen, wo man wunderbar Käsewurst lagern kann, Wein, das wäre das Paradies für meinen Mann. Natürlich Platz für die Waschmaschine und auch die Heizungsanlage. Hier ist die Küche und die Küche ist so groß, dass sie eine Wohnküche ist und vom Grundriss her perfekt geeignet, um hier noch die persönlichen Wünsche einzubringen. Wir Frauen haben ja immer so ein besonderes Faible, Küchen besonders schön zu machen, also ausreichend Platz, nochmal Stauflächen zu schaffen. Nett ist auch diese kleine Nische, die wir jetzt hier zeigen. Hier kann wunderbar ein Vorratsschrank gemacht werden oder ein Buffet aufgebaut werden. Also eine tolle Küche. Und dieses Gitter könnte man natürlich auch tauschen als Durchreiche, um direkt von der Küche auf die Terrasse das Essen zu servieren. Ich denke mal praktisch. Wir treffen uns jetzt in der ersten Etage. Dort befindet sich ein sehr hübsches Wohnzimmer mit offenem Kamin und ein Schlafzimmer und ein Duschbad. Die Treppen sind alle aus Tessiner Granit. Praktisch ist dieser schöne Treppenvorsprung, wo man wunderbar nochmal entweder eine Leseecke macht oder Regale, Bücherregale oder vielleicht auch sogar Kommoden noch hinstellen kann, um bestimmte Dinge zu verstauen. Es sind gusseiserne Geländer, die auch den Treppenaufgang sichern. So, hier sind wir im Dachgeschoss mit insgesamt einem großen Schlafzimmer und einem kleineren Bad mit WC und Lavabo. Auch dies könnte vielleicht nochmal geändert werden, dass man doch nochmal eine Dusche einbaut. Das kann jeder nochmal persönlich für sich überlegen. Auch hier angenehme Raumhöhe, großzügiger Grundriss, sehr schön die alten Holzbalken. Mit dem Blick aus diesem schönen großen Fenster in die Natur, auf die hübsche alte Kirche von Golino, möchte ich mich bei Ihnen heute verabschieden. Ich stelle Ihnen gerne weiterführende Unterlagen zur Verfügung und freue mich natürlich über ein persönliches Kennenlernen. Eine wichtige Information noch, dies ist ein Erstwohnsitz, das heißt, hier könnte Ihr neues Tessiner Haus zu Hause praktisch jetzt geschaffen werden. Es ist kein Ferienhaus. Alles Liebe, Ihre Ines Zimmermann.